Folge 3 von Elden Ring und ich habe jetzt gerade, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, noch ein paar Mal versucht, Margit umzulegen, aber das hat tatsächlich nicht funktioniert, deshalb habe ich mir gedacht, gehe ich doch nochmal in diese Richtung hier. Hey, was geht ab? Another fool who won't listen to reason, eh? But with a prowess for weeding Deathroot. How would you like to earn the strength of beasts? If you're inclined to hunt more of those who live in death and weed their Deathroot, then I'll introduce you to Garank, the beast clergyman. I have a matter of my own to attend to, and the beast himself wishes for someone to take my place. What say you? Very well. Show me your map. I've marked the location for you of a hidden gateway. It will lead you to Garank, the beast clergyman. Oh, nice. Gleich hier vorne, das ist das Portal. Okay. Jetzt bin ich gespannt, ob mir das wirklich was bringt oder. Mal, hier kann ich doch vielleicht sogar. Zum Vogel will ich mich ehrlich gesagt nicht anlegen. Oh Gott. Ich kann mir vorstellen, dass die ein bisschen scheiße sind. Komme ich denn hier die ganze Zeit? Da unten haben wir noch mal so einen Riesen. Da bin ich gespannt, was dieses Portal dort sein soll. Bringt er mir den Biestmann näher? Da in dieser kaputten. So, jetzt mal ganz kurz sinnvoll. Kurz mal überlegen. Den da unten könnte ich vielleicht sogar schaffen. Sagte er und zweifelte selbst. Was ist das denn da? Oh, ist das abgefahren, ey. Aber ich denke, ich könnte da vielleicht auch links runter und dann. Oder? Alter. Hier so dachte ich vielleicht. Angenehm, dass hier gerade mal gar kein Feind ist. Ey, da sage ich's noch und dann kriege ich hier gleich wieder aufs Maul. Der einsame Wolf oder was? Kuckuck. Ach Gott, die sind ja da alle. Aha. Ciao. Ist noch einer?
Ich bin direkt davor, irgendwo hier. Ist das da das Portal? Das kann aber nicht sein. Tut mir echt leid, Leute, aber... Top Versteck auf jeden Fall hinter so der Brennnessel. Jetzt bin ich gespannt, was hier auf mich wartet. Ob mir das irgendwie helfen kann. Kreolds Drachenhügel. Oh, sieht das krass aus, ey. Da rein kann ich bestimmt nicht. Habe ich auch schon. I smell it. Death. Feed it me. Tarnished. Bring more deaths. I shall grant thee eye and claw. Feed me. Okay, diese Todeswurzel, wir erinnern uns, habe ich dem Miniboss abgenommen, der da in seinem Boot umhergeschippert ist. Da gab es die Todeswurzel. Und ich soll ihm hier mehr davon geben. Ja, das ist natürlich eine Falle. Am Ende wird der so stark sein, dass er ein Boss sein wird. Das ist völlig klar. Aber für den Moment gibt er uns ein bisschen was. Er zittert angeblich in der Nähe von Todeswurzeln. Ja, das bringt mir natürlich richtig viel. Sollen wir hier mal ein bisschen erkunden, oder was? Ich meine, ich bin sicher, ich kriege hier ordentlich aufs Maul, oder vielleicht ist hier auch gar nichts. Weiß auch nicht, bin ich... Okay. Ich bin noch in dieser Welt, auf jeden Fall. Jetzt gehen wir das alles einfach rückwärts ab, was auch völlig okay ist. Solange ich denn stark genug bin, das zu schaffen. Solange ich denn stark genug bin, das zu schaffen. Was ist er denn? Scheiße. Oh, was für ein Otto ich manchmal bin, ey. Ohne Scheiß. Ich weiß nicht, wie ihr da so tickt, aber ich probiere das jetzt nochmal. Das lasse ich nicht auf mir sitzen.
Läuft er in meine Richtung? Ja, ich glaube schon. Aber das ist auf jeden Fall Gebiet, das ich noch nicht betreten sollte. What? Vergiss es, ey. Da habe ich ja gar keine Chance. Kukri. Sorry, Leute. Ich hau ab. Aber wohin? Ja, hier übrigens, falls ihr das nicht wisst, also für die Kartenfläche, die hier richtig detailliert zu sehen ist, habe ich auch wirklich die Karte gefunden. Die habe ich da in diesem Militärlager gefunden. Und das hier ist hier quasi noch dieser Fog of War, den man ja auch aus anderen Spielen kennt. Also da ist noch nicht ergründet, was ist. Man sieht grob, dass da ein Weg ist und so, aber ansonsten ist es schwierig, da irgendwie auszumachen, was da ist. Das heißt, ich musste die Karte erst finden. Ich weiß nicht, ob ich die auch kaufen könnte. Wäre natürlich toll. Das ist aber genau hier. Ach, scheiße. Was gibt's für Zauber? Über das Menü Zauber lernen könnt ihr Zaubereien und Anrufungen sammeln. Ihr müsst einen Stab ausrüsten, um Zaubereien zu wirken, oder ein heiliges Siegel, um Anrufungen zu sprechen. Das Wirken von Zaubereien und Anrufungen verbraucht FP. Eure Speicherplätze, okay. Okay, habe ich nix. Gibt's nix? Habe ich nix. Da oben ist so ein Riese. Ich weiß nicht, wie die heißen. Nee, nee. Ah! Komm her. Was ist denn jetzt hier Gewitter und alles? Haben die gar nicht angesagt. Mal jetzt. Du bist down. Jacke. Gehen wir mal hier lang. Mal schauen, wo das... Ja, das ist so genau dazwischen, das ist gar nicht verkehrt. Ja, da oben ist der Sturmhügel, ne? Deshalb ist das so ein Lärm. Boah, wie viele Wölfe, was ist denn hier los? Was wird. Aber das müsste ja eigentlich... Ist das nicht genau die Ecke, in der ich gerade eben schon war? Kann das sein? Ja, war noch nicht viel mit Basteln und Herstellen, ehrlich gesagt, aber das kommt bestimmt noch. Frage ist halt, das schleudert mich bestimmt nach oben, aber... Alter, da sind Bären. Also jetzt nicht Himbeeren, sondern Bären. Nee, das ist zu hoch. This is too high. Oh, und die Nase hier so juckt. Oh, Leute. Jetzt
jetzt kommt wieder geheimer Pfad. Sprungangriff. Da ist eine Qualle. Ach du Scheiße. Ja, Sprungangriff ist schwer, wenn... Boah, die hätte ich bestimmt gar nicht angreifen müssen. Ich bin so dumm, ey. Egal, ist jetzt passiert. Kann ich nicht ändern. Was ist das da? Was ist das? Was geht hier ab? Glassplitter. Ah, das ist auch zum Bauen. Haben die mir gebracht? Naja, geht so. Ursprünglich wollte ich einfach nur gucken, was hier unten ist, weil das irgendwie interessant aussah. Feuer sozusagen, Freund. Ist das eine Bestie? Hallo? Giftblüte. Achso, das ist weiter. Oh oh, ich wollte gerade sagen, ey. Ey, wieso? Das ist... Oh, frickelig, ey. Unterirdische Gruft voraus. Ja, da scheinbar. Macht zu Pferde in der Nähe eine Geisterquelle einen Sprung, um auf dem Strom durch die Luft zu reiten. Wenn ihr zu Pferde an eine Geisterquelle springt, nehmt ihr auch aus großer Höhe keinen Schaden. Oh, fantastisch. Was ist das? Mit ihm hier? Nein! Ey, sag mal, wie viele kommen denn hier jetzt von euch? Ja, genau! Oh, es tut richtig weh. Also es tut mir jetzt nicht wirklich weh, aber... Sag mal. Oh, geh doch weg, Junge. Ey, wenn das hier jetzt die Feinde sind, die hier die ganze Zeit kommen, ey, dann laufe ich aber vorbei, weil das ist mir echt ein bisschen zu
zu langatmig. Okay, hier sind schon einige umgekommen, so wie es aussieht. Da ist die Gruft. Jetzt kommt bestimmt... Ich kann da noch nicht rein. Doch. Will ich da überhaupt rein? Ja, ich will da rein. Trübflusskatakomben. Leute, glaubt ihr aber selber nicht. Nee, Geschick ist das, was hier den Angriff stärkt. Kann das sein? Sehe ich doch richtig, oder? Die Angriffskraft, Waffe R1 ist das, was ich dadurch stärke, also quasi mein Schwert. Ich hoffe, dass das so stimmt. Ich bin der Meinung, in den anderen Souls-Spielen war das so. Ich glaube auch nicht, dass ich hier... Hallo? Oh, komm, mit Blutung, ey. Oh, Alter, wie schnell seid ihr denn? Schmiedestein, sehr gut. Gräbertallilie. Okay, links und rechts, da hocken zwei, die werden gleich aufstehen. Schau. Er nennt mich lame, aber ey, ich muss hier safe durchkommen. Was geht ab? Ah, Falle. Oh, fuck. Scheiß Penner, ey. Was ist das? Oh, shit. Drink, drink, Alter. Ja, das schaffe ich doch keine 100 Meter weit nur jetzt. Das ist doch... Ja, ich habe gerade gedacht, ja, wieder an die Gnade setzen und was bauen, aber dann kommen die auch wieder. Oh. Wurzelharz. Was ist Wurzelharz? Ein Hebel. Ich bin einfach so dumm, ey. Ja, ich werde das nicht schaffen. Das ist ja wohl völlig klar, oder nicht? Muss ich mir nichts vormachen, Leute. Dann probiere ich es lieber so und greife die an, die da sind. Denn das Tor ist ja jetzt offen. Alles andere ist Quatsch. Das gibt's doch gar nicht. Alter.
denn so rein, ey? Hier wird irgendwo einer sein. Zwei sogar, wie es aussieht. Oder drei, ist auch nicht schlecht. Oder vier. Ja, das ist viel zu schwer. Da habe ich gar keine Chance. Aber die Gnade ist markiert, das ist jetzt also nicht so dramatisch. Aber also, da muss ich mich jetzt noch nicht blicken lassen. Das ist viel zu schwer. Merkt ihr, wie ich mich aufrege? Viel zu schwer. Was haben wir hier? Wieso ist denn das durchgestrichen? Scheiße. Muss ich hier wieder zurück? Hi, freut mich. Wollen wir mal schauen, was wir hier können. Ja, die verlorenen Runen da, ich glaube, das waren jetzt nicht so viele. Hohoho! Was geht denn hier ab? Okay, Leute, ich glaube, ich habe jetzt inzwischen wieder genügend... Nee, ich lasse mich nicht verarschen. Kleinen Moment. Gemälde Heimkehrerinstinkt. Okay. Ich habe ja irgendwie die Vermutung, dass diese Schafe irgendwas ganz Wertvolles haben. Macht das Sinn? Kann natürlich auch Quatsch sein. Muss mal eben schauen. Ach, wieso, wieso reite ich denn nicht einfach? Skarabäen. Es gibt Purpurtränen und Himmelstränen-Skarabäen. Besiege, um den Typ entsprechenden Flaschen aufzufüllen. Yes. Was habe ich jetzt aufgefüllt? Ach, der füllt auf. Ah, ja, ich habe es falsch verstanden. Sag mal. Fatzke. Glaub nicht. Ja, sorry, aber ihr gebt Ruhe. Ihr gebt Ruhe. War hier nicht gerade so ein Reiter-Spacko? Da. Oh. Alter. Das gibt's doch gar nicht. Sag mal. Komm her. Ist das ein Witz eigentlich jetzt? Hier. Yeah.
Boah, mir wird richtig schwindelig, ne? Alter Geißel. Für dich? Nein! Kann ich hier mal kurz in Ruhe jetzt in mein Inventar schauen? Kann ich auch nicht nehmen. Tja, Leute, was soll ich da machen? Noch ein Ort der Gnade. Gehen wir mal ein bisschen zu Fuß. Was ist das da? Nee, ich muss mich da kurz ausruhen. Denn ich muss die Flaschen füllen. Ansonsten habe ich ein Problem. Und dann schauen wir uns den da vorne mal an. Was ist das denn? Das ist doch ein Gorilla oder was? Leute. Seht ihr das da? Nee, das nicht. Das da. Klassiker hier, ihr wisst. Das ist ein Bär. Fand der nicht okay jetzt, oder was? Verstehe ich nicht. Du Scheiße. Lass mich kurz was trinken. Sei so fair. Danke. Ich hoffe, dass der nicht nochmal wiederkommt, wenn ich den jetzt einmal habe. Shit. Lass mich einen Drink haben. Noch einen. Ja, was mache ich da jetzt? Ich habe den Eindruck, ich bin so dermaßen schwach. Also ich... Das kann doch nicht richtig sein, oder? Da gehe ich nicht nochmal lang. Ich bin doch nicht bescheuert. Aber wenn das so der Standardgegner nachher so ist, von der Größe und der Schnelligkeit... Was ist das da? Ist das ein Wildschwein? Yep. Alter Reißzahn. Nee, nee. Bleib mal schön da, Freundchen. Ich
höre sie sprinten. Was ist denn da hinten los? Alter. Ist übrigens durchaus klar, dass das hier vermutlich die Ecke der Map sein wird, die sehr schwer ist. Aber ich will es nicht unversucht lassen und wenigstens schauen, was ich hier so abgrasen kann, denn wie ihr wisst, ich bin noch nicht stark genug für Margit. Ich bin es einfach nicht. Wahrscheinlich ist der Charakter stark genug, aber ich bin dafür nicht gut genug. Und deshalb will ich schauen, dass ich irgendwo Vorteile sammeln kann. Und wenn das auch nur ein Schmiedestein ist, mit dem ich dann... mit dem ich dann die Waffe stärken kann, das reicht mir, ja. Wo bin ich denn hier? Gesprungene Stachelträne. Grüne Kristallträne. Fleckte goldene Sonnenblume. Alter, was geht denn hier ab? Ey, ey, ey! Was haben wir hier? Was sagt er mir? Preiset Erdenbaum. Alter, was geht denn hier ab? Die waren aber dann doch eher schwächer im Vergleich. Kriegsasche, Bodenschlag. Oh. Nicht verkehrt vielleicht. Da hinten haben wir Fledermäuse. Hier haben wir Fake-Wolfsheulen. Was heißt denn dieses Tor da links auf meinem Bildschirm? Das ist ein normaler Bär, wie die hier so einen richtigen Märchenwald gemacht haben. Wenn es nur der eine ist, nee, ist es nicht, dann würde ich es gerne versuchen, wollte ich sagen, aber das lassen wir jetzt doch mal lieber. Da ich kaum Runen habe, stört es jetzt nicht, wenn ich sterbe. Ich will aber ein bisschen erkunden und schauen, was hier so abgeht und wie stark die Gegner vielleicht sind. Und ich weiß auch nicht, ob es hinter dem Schloss in dem Margit da ist, ob es da dann weitergeht oder ob das einfach nur dann nur das Schloss ist oder so. Ich hab... Hi Jungs. Gut, dann geh auch. Dann ist alles cool. Niederer Erdenbaum. Okay, dann doch eher tierlastig hier. Dieser Nebelwald. Oh, ich dachte gerade, da ist irgend so ein Riese. Aber das ist so... Es ist nur dieser Nebel gewesen, der sich da verzogen hat.
Ah, jetzt kann man was sehen. Ja, gut, das ist... Will ich da mal hochgehen? Oh, wie viele Wölfe hier sind. Das so clever ist jetzt. Ich glaube, ich kenne die Antwort auch schon. Ich glaube, das ist mega dumm, was ich hier mache. Sind noch mehr. Nee, dann muss ich mich mit denen jetzt erst anlegen hier. Alles andere macht keinen Sinn. Ist ja auch noch eine ganze Ecke, da wo ich noch überhaupt gar nicht war. Wie lange spiele ich das Spiel jetzt schon? 9 Stunden oder so? Ich glaube, 9 Stunden ist nichts. Vor allem habe ich 6 dieser 9 Stunden damit verbracht, Margit zu töten zu wollen. Sehr erfolglos. Aber das macht natürlich auch immer ein bisschen den Reiz aus, ne? Und gerade jetzt, wo das hier so eine Open World geworden ist, hat das eine... What the fuck? Sind das Pinguine? Ey, ich frag gar nicht. Hat das natürlich nochmal einen ganz anderen Reiz zu sagen, okay, ey, ich schaff das hier gerade nicht. Ich gehe jetzt erstmal 100.000 Kilometer in die andere Richtung. Scharfschütze voraus. Naja, da ist mir auch ein bisschen was... Ist was los? Aber da werde ich jetzt nicht viel machen können, ne? Leute, was sage ich denn? Klar kann ich da was machen. Oh, Scharfschütze ist gut, ey. So, jetzt dürft ihr, Leute. Ach, wisst ihr was? Steinschwertschlüssel. Gerade nicht anwählen. So. Ja, genau. Einer nach dem anderen. Eins. Mann, jetzt bin ich doch aufgestiegen, oder nicht? Leute, sagt mal bitte. Wieso ich das jetzt gemacht habe, keine Ahnung. Oh, es wird Zeit, das Schwert zu stärken. Ja, gegen diese menschlichen Feinde habe ich nicht so große Probleme. Das ist dann alles schon sehr machbar. Ich glaube, das geht wahrscheinlich auch jedem so. Aber sobald es dann zu so Bossen kommt, die so komische Moves haben... Halbinsel der Tränen. Wie riesig ist denn bitte diese Welt? Wenn ich bedenke, dass hier vielleicht noch was ist und hier und vielleicht nach unten hin und hinter dem Schloss.
alles ohne Ladezeit. Hallo. Hello. Is somebody there? Might I bend your ear for a moment, please? My name is Irina. I've escaped from Castle Morn to the south. The servants there have rebelled. I can't be sure what it is. My eyesight's been weak since birth, you see. But I swear I heard frightful howling from all over. My good father secreted me out the castle, but decided himself to stay. He says it's his duty. As commander. Okay, sie ist angeblich aus einem Schloss geflohen, wo die Diener rebelliert haben. Und ihr Vater hat dafür gesorgt, dass sie da rauskommt. Und der Vater selbst ist aber da geblieben. Als Commander war es seine Pflicht, das Schloss zu verteidigen. Und seit ihrer Geburt ist ihre Sicht geschwächt. Und Irina ist ihr Name. Nachricht suchen, was heißt das? Wisst ihr was? Wieso kann ich die nicht immer einsetzen? Woran liegt das? Anybody? Arme. Rumpf. Achtung, Beine. Komm mal her. Komm mal her, jetzt muss ich dir was fragen. Leute, ich hau hier alles raus heute. Sonderverkauf. Alles muss raus. Ah, nee, das bringt jetzt was. Sehr gut. Wechsel zum Schild. Macht's gut, Jungs. Okay, ich weiß auch nicht. Ich habe nur den einen bisher getroffen. Ich glaube, der hat ein bisschen anderes Moveset. Oh. Ja, kämpft weiter, Jo. Nein, 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 nein. Ja. Yeah. Ah, shit. I have a drink. Was ist denn jetzt los? Nein! Ach, fuck. Das lief ganz gut eigentlich, bis er jetzt hier so den Ausflipper gemacht hat. Also jetzt nicht Flipper, sondern ausgeflippt halt. What? Habe ich danach nicht noch irgendwo was gefunden? Das war aber schon da lang, oder? Muss ich schauen, dass ich den Bären da jetzt nicht wütend mache. Noch ein Bär und eine Fledermaus. Ist
dann natürlich nochmal diese Militärzone da, diese Brücke. Hier schläft der Bär. Bereit für neue Geschäfte. Was ist hier los? Nee, die kommen. Kann ich gerade nicht. Sorry, ciao. Ich glaube aber, ich muss ein bisschen weiter nach rechts. Genau, hier ist der Krabben-Johnny. Lass ihn mich in Ruhe. Kann ich denen entkommen? Das wäre natürlich ideal. Doch vorbei, weil die Runen 1166 waren es, glaube ich. Ist jetzt nicht ganz so wenig, als dass ich sagen könnte, okay, lohnt sich nicht. Und zudem möchte ich natürlich den Typen besiegen und schauen, was dahinter kommt. Hallo? Boah, Jungs, seid ihr aggro, ey. Tschüss, ihr Trottel. Ja, sollte ich es vielleicht mit dem Pferd versuchen gegen den Großen? Oder ist das vielleicht dumm? Oder sollte ich einfach vorbeigehen? Was ist denn hier los, Leute? So, erstmal kurz Überblick verschaffen. Wie meine Hunde, wenn sie Hunger haben. Was ist das hier? Habt ihr das auch gesehen? Oder hier war das so ein Vogelschatten oder sowas? Regenbogenstein. Ist ordentlich was los, ey. Ich will mal zu diesem Turm da vorne. Auch auf die Gefahr hin, dass da ein Miniboss ist oder sowas. Aber so ein Ort der Gnade wäre natürlich nicht verkehrt jetzt. Na, Spackos? So. Bestienblut. Kann ich hier irgendwas? Schmetterling. Hilft hier jemand was? Nee. Doch, Tatsache. Zielwaffe voraus. Für mich oder gegen mich? Clattern. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich eine Leiter hier erklimme.
Bisher war auch bei mir noch nichts in diesen Kisten oder so. Das ist alles bisher nur Deko. Oh, wie riesig ist das denn hier bitte, Leute? Ach so, oh Gott. Die muss ich doch auch gar nicht kaputt machen. Warum mache ich das denn? Oh, da ist eine Schatztruhe. Handballiste. Ballistenbolzen. Okay, also quasi eine Armbrust habe ich jetzt bekommen. Nichts kann ich benutzen. Stärke 30. Oh Mann, ey. Das bringt mir alles gar nichts. Erzeugt buntes Licht, das euch leitet. Ja. Scherbe von schmutzigem Glas. Wertloser Plunder. Tatsache. Oho! Aha. Ich glaube schon. Mal ein bisschen schauen, was hier so ist. Da ist ein echter Baum. Also einer von den großen, nicht das hier. Sonst keine echten Bäume wären im Wald. Dann würde ich sagen, was würde ich denn sagen? Was machen wir denn jetzt am besten? Da hinten. Gnade voraus. Danke für den Hinweis. Das ist sehr gut. Denn dann können wir hier jederzeit schnell wieder hinkommen. Das sind hier wieder die Flintstones, ne? Naja, ja, badabadu. Okay, ich habe jetzt irgendwie den Eindruck, dass ich das nicht hätte machen müssen. Schrottschild. Ja. Habe ich denn überhaupt irgendwas? Ja, ein bisschen was. Zeit vertreiben vor allem. Gott. Ich muss mal eben grob schauen, wo ich hier bin, weil das ist dann doch ein bisschen... Okay, da runter...
Ist hier Aquaman oder was? Ja, das war nix. Da ist noch so ein Lauch. Ich seh dich, Junge, ich seh dich. Ja, genau! Das war sehr dumm. Steh doch auf! Alter, was ist denn hier los? Was hat er denn für eine Reichweite? Also jetzt nicht Instagram, sondern... Boah, ey. Ja, das ist auf jeden Fall viele, 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 viele Stunden Erkundung. Plus Kämpfe, plus Bosse, plus... keine Ahnung. Vielleicht so wie ich hier in Folge 2 war das, glaube ich, ein bisschen grinden noch links und rechts, um ein bisschen stärker zu werden und ein bisschen was zu sammeln und... Oh, ey. Führer und Torwächter all jener, die zu den Wurzeln heimkehren. Was geht ab? Okay, Wurzeln. Jetzt weiß ich nicht, ob Wurzeln Todeswurzeln ist und der mich quasi in die Richtung von einem weiteren Boss führt, der noch weitere Wurzeln hat. Ich will das mit den Todeswurzeln auch eigentlich gar nicht so unbedingt. Weil es muss einfach so kommen, dass der dann nachher so mächtig ist und dann Feind wird. Dafür ist der einfach zu riesig und zu aufwendig gestaltet, möchte ich sagen. Ansonsten könnte das ja auch einfach irgendwas sein. Aber es ist schon ganz bewusst irgendwie so eine Bestie, die da so verhüllt ist. Machen wir uns nichts vor, Leute. Aus. Und wiegt dem seelenlosen Halbgott in seinem Inneren. Ich glaube, das könnt ihr nicht ganz lesen. Liebhaber voraus. Links Schild voraus. Heilige Träne. Was ist er denn hier? Achso. Oh Mann, ich habe voll gepennt. Ich dachte, wieso kriege ich denn das Item nicht? Vielleicht, aber wahrscheinlich kann ich den auch wieder nicht tragen. Okay, da ist das Meer oder Wasser zumindest. Das ist ja schon mal sehr beruhigend. Wo bin ich hier? Da, was ist das da? Ach, das ist diese Statue, die mich da lang geführt hat.
sehr gut. So, auf jeden Fall was geschafft. Was ich jetzt machen möchte, ist in jedem Fall zurückgehen. Also zurück beamen. Um meine Waffe zu stärken. Und Leute, in der nächsten Folge dann aber wirklich Margit so richtig aufs Maul hauen. Ich habe da keinen Nerv mehr für. Wo ist denn der? Ja. Dass ich dann da einfach nicht weiterkomme. Ich will, irgendwie will ich ja auch dem Geleiteten folgen und wissen, was dann da Phase ist. Keine Ahnung. So. Dann nächste Frage. Oh. So viel habe ich noch. Nee, das wird nicht reichen. Dann schaue ich mal, was er noch für mich hat. Was hast du denn? Hast du was Cooles? Oh, hier kann ich ein bisschen... Ja, ich kann es nur leider nicht vergleichen. Also körperlich... Schnitt, magisch... Ja, ich bin gleich wieder da. Sollte ich schon machen, oder? Still going to purchase something. Goodbye. Nice to do business. Schwerer. Ach, scheiße. Ja, Leute, das belasse ich so. Still going to purchase something. Leute, an der Stelle, wir sind jetzt wirklich, glaube ich, gut gewappnet gegen den, der da oben ist, glaube ich, ne? Und das werden wir in der nächsten Folge sehen. Ich muss jetzt auch erstmal wieder Neustart, Regeneration und dann werden wir sehen, ob ich das hinkriege. Es muss jetzt einfach passen. Es muss passen jetzt, also jetzt hier 10 Stunden spielen, um den ersten Boss zu besiegen, da kann was nicht stimmen. Deshalb, beim nächsten Mal gibt's aufs Maul. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Adios.